Hallo, ich bin Marcel von den Gaming Heroes. Nein, ich bin nicht schlecht nachsynchronisiert und ich zeige euch jetzt, was ihr im Oktober auf der Xbox One kostenlos abstauben könnt. Viel Spaß! Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Erzherzog Den Anfang diesen Monat macht Valiant Hearts The Great War, ein 2014 erschienenes Videospiel von Ubisoft. Das Spiel ist dabei den Genre Rätselspiel und 2D-Adventure zuzuordnen und erzählt die Geschichte von vier Charakteren während des Ersten Weltkriegs, dargestellt in handgezeichneter Trickfilmoptik. Trotz der Comic-Optik sehen die Entwickler das Spiel als Antikriegsspiel sowie animiertes Grafik-Novell-Abenteuer, welches die miteinander verworbenen Schicksale der Protagonisten behandelt und von Freundschaft, Liebe, Opfer und Tragik in einer aus den Fugen geratenen Welt erzählt. The Walking Dead, auch bekannt als Walking Dead's Game, ist ein Point-and-Click-Adventure im Episodenformat von Telltale Games. Es hat 5 Episoden plus den DLC 400 Days. Das Spiel ist in der gleichen fiktionalen Welt angesiedelt wie die Comicserie. Die Ereignisse verlaufen chronologisch nach dem Auslösen der Zombie-Apokalypse in Georgia. Die meisten Charaktere sind für das Spiel neu erfunden worden. Der Protagonist, Universitätsprofessor Lee Everett, kümmert sich um das junge Mädchen Clementine, während sie in einem anderen Überlebenden zusammenarbeiten. Einige Charaktere aus der Comicserie haben Auftritt im Spiel, darunter Herschel Green und Len. Das Spiel wird als Action-Adventure beworben, allerdings Telltale-typisch, bleibt Action und Adventure etwas auf der Strecke, dafür konzentriert man sich auf die gute Story. Das Gesamtpaket der ersten Staffel kostet eigentlich 25 Euro und ist für umsonst im Oktober auf jeden Fall ein Blick wert. So, das waren sie auch schon wieder, die zwei Titel, die es im Oktober für die Xbox One kostenlos gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Antesten und wir sehen uns dann im November wieder und bis dahin sage ich Tschüss, bis dann.